Wohlfühlen beginnt in Babys Bäuchlein. Doch auch bei jedem zweiten gesunden Baby zwickt es manchmal im Bäuchlein. Warum das ganz normal ist, wie sie helfen können und welchen Einfluss die Ernährung hat, erklären Ihnen Milupa und Jill Enders ganz einfach. Babys haben ein unreifes Verdauungssystem. Die Darmflora fängt erst an, sich zu entwickeln. Anfangs sind zu wenig Enzyme wie Laktase vorhanden, die den Milchzucker, die sogenannte Laktose, aufspalten. So wandert zu viel Laktose unverdaut in Babys Dickdarm, wo sie von Bakterien vernascht wird. Vollgefuttert bilden die Bakterien jede Menge Gase und unangenehme Blähungen und Koliken entstehen. Aber auch Verstopfungen sind keine Seltenheit, wenn Fette und Kalzium zu sogenannten Kalkseifen verklumpen. Ihr Baby braucht jetzt Liebe und Nähe. Dem Bäuchlein helfen Massagen mit Babyöl. Dazu sanft im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel streichen. Strecken und Anziehen der Beine hilft, die überschüssige Luft loszuwerden. Das entkrampft und regt die Verdauung an. Und auch der Fliegergriff entlastet das Baby bei Blähungen. Wie kann die Nahrung das Wohlbefinden beeinflussen? Spezielle Koliksauger sorgen dafür, dass das Baby weniger Luft schluckt. Bei Verstopfung darauf achten, dass ihr Baby Flüssigkeit zu sich nimmt. Dauern die Beschwerden an, fragen Sie Ihren Kinderarzt, ob eine Spezialnahrung verwendet werden soll. Mehr Fragen zum Bauchwohlgefühl Ihres Babys? Die Milupa Bäuchlein ist täglich von 16 bis 18 Uhr für Sie da. 0800 2626 333. Milupa. Ihre Liebe, unsere Erfahrung.